Salü zusammen, hallo und grüezi miteinander. Heute bei The Witcher sind wir auf dem Weg hier zu der Tochter. Die findet Tamara, die Tochter des Barons, in Oxenford. Wir stehen hier vor die Tür, vom Tür, hier. So, ich wollte euch aber, falls hier irgendwas passiert, gleich mit reinnehmen und euch zeigen, was da abgeht. Hier ist die Tochter, da gehen wir jetzt hin und schauen mal, was passiert. Hallo, grüezi. Es gibt hier nur wenig Wachen. Streitlustig, wie? Also von meinem Geschmack ist echt wenig los an Wachen. Ich muss aufpassen, weil ich habe so irgendwie das Gefühl, ich kann jederzeit auf ein Knöpfchen drücken und ein Schwert rausziehen. Passierschein? Komm ja, schon. 38. Wir brauchen kein Passierschein. Wir kein sind aus Durchgang. Seit über 8. Halt, kein Durchgang. Ist in der Stadt die Pest ausgebrochen, oder was? Pest? Nein. Wir dürfen niemanden in die Stadt lassen. Befehl ist Befehl. Nur mit Passierschein. Wer hat angeordnet, die Stadttore zu schließen? Angeblich der König selbst. Der will nicht, dass ihm die schöne Stadt von Bettlern und Flüchtlingen vollgepisst wird. Und wenn man die Leute einfach reinlässt, besteht die Gefahr, dass auch Spione kommen. So ist es schwieriger für sie. Also, kein Passierschein, kein Durchgang. Von welcher Art Passierschein reden wir? Von ganz normalen Transitpässen. Wer stellt die aus? Was weiß ich? Ich bin nur Soldat. Meinst du sowas hier? Lass mich mal sehen. Da fehlt ein Siegel, das rote. Nicht möglich. Das Ministerium für Bürgerschutz hat es wieder vergessen. Die kriegen gerade gar nichts auf die Reihe. Kommt vor. Na schön, du kannst durch. Du kannst passieren. Steck dein Schwert weg, sonst werde ich ungemütlich. Ehrlich. Deinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Genau, ich, der da jeden Kampf macht, wenn die hier rumgammelt und nichts macht. Verlaufen. Och, halte Maid, schwing dein Fächer. Ui. So, wir sind in der Stadt. Schön ist hier. Also, ist mal ein bisschen schöner wie die anderen Kapriffe, die wir sonst so waren, ne? Ochsenfort will ich auch gar nicht lange bleiben im Moment. Da ist noch viel zu viel. Ich möchte jetzt eigentlich als erstes nur zu der Tochter und dann zurück zum Baron. Das wäre blöd, wenn wir natürlich das jetzt nicht machen. Oder wenn wir dann weitermachen, finde ich glaube ich auch blöd, weil am besten ist, dass wir. Der war so groß. 5 Fuß lang, dick wie mein Arm. Was ein Thron. Was kann alles ich für dich tun, mir, mein Herr? Zu hier mir gibt es alles, vom Apfel bis zum Zander. Oh, da habe ich jetzt wieder einiges zu lösen. Beste Firma, keine Werbung in der Quest. So, wo ist er denn? Oh, Papier ist aus. Um die Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Papier? Kriegsanstrengungen? Ja, weißt du, die ganzen Bekanntmachungen, Anordnungen und Dekrete müssen ja irgendwo draufstehen. Okay, ich glaube, ich muss hier irgendwann in das Haus kommen. Deinesgleichen steckt einen an. Halt dich. Ich suche Tamara, die Tochter des blutigen Barons. Dein Bruder hat gesagt, dass sie hier ist. Wojtek schickt dich, Fremder? Woher sollte ich sonst wissen, wo sie ist? Warte kurz. Ich hol sie sofort. Du suchst mich? Und wer bist du? Hat mein Vater dich geschickt? Ja, um zu sehen, ob du noch am Leben bist. Ach ja, ich bin Geralt von Riva. Ich bin ziemlich lebendig und mir geht's bestens, Geralt von Riva. Besser als je zuvor in meinem erbärmlichen Leben. Jetzt hast du mich gesehen, nun leb wohl. Warte. Wir haben uns nichts mehr zu sagen.
Dein Vater ist ein Scheusal. Du bist wütend und verbittert. Das kann ich dir nicht verdenken. Warum hilfst du ihm dann? Warum arbeitest du für ihn? Weil er etwas über jemanden weiß, der mir viel bedeutet. Er hat versprochen, es mir zu sagen, wenn ich dich und deine Mutter finde. Verstehe. Eine Art Erpressung. Sieht ihm ähnlich. Nun, da du mich gefunden hast, kannst du ihm sagen, dass ich lebe. Und dass ich nie zurückkommen werde. Die sieht ziemlich verbraucht aus. Guckt euch mal ihr Gesicht an, Leute. Bevor ich zugestimmt habe, nach dir zu suchen, erzählte mir dein Vater seine Version der Geschichte. Erzähl mir deine. Meine? Die ist so langweilig wie das Leben im Sumpf. In meinen frühen Erinnerungen liegt mein Vater betrunken im Dreck unter der Treppe, mit der Flasche in der Hand. All die Jahre immer dasselbe. Vater trank, verschwand tagelang und kam so wütend zurück, dass die Möbel durch die Luft flogen. Zum Glück gab es Krieg. Ich war jedes Mal froh, wenn er weg musste. Und die Streitereien. Ich weiß noch, wie er meine Mutter anbrüllte und schlug und dann ihr Schluchzen. Ich versteckte mich unterm Bett und wollte nur Ruhe. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Das ganze Mal 19, das ist mein Leben. Dann hatten wir genug, Mutter und ich. Er war zu weit gegangen und wir sind weggelaufen. Ich möchte nicht herumschnüffeln, aber ich weiß, dass deine Mutter eine Fehlgeburt hatte. Alles seine Schuld. Er hat sie geschubst und sie fiel hin. So fing alles an. Wir waren allein, niemand half uns. Überall Blut. Die schrecklichste Nacht meines Lebens. Es tut mir leid. Muss schlimm für euch zwei gewesen sein. Mutter stand unter Schock. Sie schrie, es sei besser so und dass sie das Kind nie wollte. Sie muss Fieber gehabt haben und hat die ganze Zeit über geblutet. Sie wollte das Kind nicht? Sie sagte, sie würde sich eher den Bauch aufschlitzen, als noch ein Kind von ihm zu bekommen. Wojtek behauptet, deine Mutter wurde von einem Monster verschleppt. Ja, stimmt. Das Monster war riesig, doppelt so groß wie ein Bär, aber schneller und flinker. Es schnappte meine Mutter, bevor wir etwas tun konnten. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Deine Mutter ist im Buckelsumpf. Sie scheint glücklich zu sein, aber ich fürchte, dass sie nicht ganz richtig im Kopf ist. Was? Sie lebt? Ich muss sofort zu ihr, sie da rausholen. Eine Reise in den Sumpf würde ich nicht empfehlen. Meine Entscheidung ist getroffen. Niemand wird sie mir ausreden. Warum ist das hier? Erzähl mir deine Version immer noch weiß. Probieren wir nochmal. Bevor ich zugestimmt habe, nach dir zu suchen, erzählte mir dein Vater seine Version der Geschichte. Erzähl mir deine. Meine? Die ist so langweilig wie das all die Jahre im... Und die also Streiter gibt es nicht zu erzählen. Hm. Okay, warum es noch hell war, keine Ahnung. Ja. Was hast du jetzt vor? Meine Mutter suchen. Du weißt aber, dass das nicht einfach wird. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass ich es alleine schaffen könnte. Ich habe Freunde, mächtige Freunde. Sie werden mir helfen. Was ist mit deinem Vater? Mit wem? Ach, dem. Ist mir egal. Ich gehe nicht zu ihm zurück. Dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Wer sind diese Freunde? Es sei denn, das ist geheim. Ist es nicht. Schon mal vom Kult des ewigen Feuers gehört? Durch einen Priester konnte ich Kontakt zu den mutigen redanischen Hexenjägern aufnehmen. Sie werden mir helfen. Deshalb die Kerzen in deinem Zimmer. Du glaubst also an das ewige Feuer? Sobald die Wärme des Feuers dein Herz berührt, verleiht es dir Stärke und führt dich den Rest deines Lebens auf dem Weg der Wahrheit. Ich hoffe, es segnet dich eines Tages mit seiner Wärme. Danke, aber die Sache mit dem Feuer ist nicht so einfach. Man kann sich schnell verbrennen. Ein Hexer? Sieh an. Hätte nie gedacht, dass der Baron jemals einen Monsterschlechter anheuern würde. Aber du sollst gut im Aufstöbern von Dingen sein. Schön, dass du weißt, wer ich bin. Aber du hast dich mir nicht vorgestellt. Graden. Hexenjäger im Dienst seiner königlichen Majestät Radovid von Redanien. Sicher hast du schon von uns gehört. Ja, ich erinnere mich dunkel. Schickt dich der blutige Baron, seine Tochter zu suchen? Du wirst scheitern. Finde dich damit ab. Wie schön, dass du an mich denkst. Aber Tamara kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wie großzügig. Ein Auftragsmörder, der seine Beute zum Wohle einer anderen aufgibt. Die Jäger und der Kult des ewigen Feuers danken dir. Der Baron hat einen Hexer angeheuert, um seine Tochter zu suchen. Interessant.
Verzweifelte Väter unternehmen nun mal alles, um ihre Töchter zu finden. Eine unerwartete Aussage von einem Hexer. Ich dachte, deine Mutationen hätten dir die Menschlichkeit und die Emotionen geraubt. Man braucht keine Mutationen, um seine Menschlichkeit zu verlieren. Ich kenne viele Beispiele. Wohin bringst du sie? Tamara muss sich ausruhen. Sie hat Schlimmes erlebt. Wenn sie durch die Wärme des ewigen Feuers ihre Stärke zurückerlangt hat, können wir ihre Mutter suchen. Bevor du gehst, dein Vater bat mich, dir das hier zu geben. Clara? Vater hat dich gebeten, mir Clara zu geben? Amüsant, dass er mich mit einer Erinnerung zurückgewinnen will. Sag ihm, dass er eine ruinierte Kindheit so nicht wieder gut machen kann. Auf Wiedersehen, Hexer. Danke, dass du mir die Wahl gelassen hast und mich nicht zwingst, zu diesem Tyrannen zurückzukehren. Hoffentlich weißt du, was du tust. Leb wohl und viel Glück. So, Leute, das haben wir jetzt auch mal gefunden, ja? Das können wir hier noch einmal schnell durchgucken. Ein paar schöne Dinge hier kurz noch mitnehmen. Wer weiß, ob ich hier noch mal reinkomme. Gucken wir nach oben rein und dann würde ich sagen, haben wir ja schon hier den ersten Part erledigt. Zu viel, Kollege. So, gleich haben wir es geschafft, glaube ich. Hier ist nicht mehr viel. War dann noch auf den großen Gru hier, aber irgendwie findet man ja nichts, ne? Ich glaube, das war's. Da ist ja nicht. Gut, noch das kleine Ding hier. Kuhmilch, alles klar, nehmen wir noch mit. Da ist noch was auf dem Tisch, glaube ich. Gut auch nicht. Das Licht. Okay. Das war's. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss und gehen dann. Zum blutigen Baron zurück beim nächsten Mal. Frag mal, was er so dazu sagt. Ich danke euch auf jeden Fall fürs. An 3 Pfund Stahl. Machen wir später. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und gucken mal, was passiert. Ne? Danke euch erstmal fürs Zuschauen und denkt ans Däumchen bitte, würde mich freuen. Bis bald.